eine Riesenfreude bei den Sportlern des Judo-Club Lichtenrade. Sie gewannen zum dritten Mal in Folge den Dieter Rast Gedächtnispokal. Ja, als erster Vorsitzender des Judo-Club Lichtenrade und als alter Weggefährte des leider viel zu früh verstorbenen Dieter Rast bin ich natürlich sehr froh darüber, dass der Judo-Club Lichtenrade diesen Pokal jetzt fest gewonnen hat. Der Pokal zu Ehren einer der Väter des Jiu-Jitsu in Berlin wurde auch dieses Jahr an das erfolgreichste Team bei den Berliner Jiu-Jitsu-Meisterschaften vergeben. Zuvor traten über 50 Kämpfer aus 5 Vereinen in der Bezirkssporthalle Neukölln gegeneinander an. Unterteilt in Gewicht und Altersklassen konnten sich sowohl die ganz kleinen Nachwuchskämpfer als auch die Damen und Herren messen und um die heiß begehrten Meistertitel kämpfen. Gekämpft wird in 3 Bereichen, die sich dann aber aneinander anschließen. Das ist der Part 1, der Schlag- und Trittbereich, gefolgt vom Wurfbereich, dem Part 2. Und wenn dort die Kontrahenten sich entsprechend auf den Boden befördert haben, geht es in den Part 3, dem Bodenkampf, weiter. Dort kann man dann probieren, seinen Gegner festzuhalten. Oder in den höheren Altersklassen bei den älteren Kindern bzw. Jugendlichen und Erwachsenen sich dann zu hebeln oder Würgetechniken anzubringen. Durch all diese Techniken sammeln die Kämpfer dann Punkte, welche nach Ablauf der Kampfzeit von 2 bis 3 Minuten den Sieger bestimmen. Hört sich alles etwas gefährlich an, doch das Kampfrichterteam um Joachim Görmann hat natürlich Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um besonders die jüngeren Kämpfer zu schützen. In der Jugend haben wir noch die Variante, dass wir halt eben zum Schutze der Jugend sowohl die Schlag- und Tritttechniken zum Kopf eliminiert haben. Das geht bis Altersstufe ungefähr 14 bzw. U16, wo bei den Jugendlichen gelten auch besondere Regeln bezüglich der Würgetechniken und der Armhebeltechniken am Boden. Die sind auch nur im Ansatz zugelassen. Somit stand also einem sportlichen und verletzungsfreien Wettkampf nichts mehr im Weg. Unter den Augen der Kampfrichter konnten die Teilnehmer nun zeigen, was sie im letzten Jahr alles gelernt hatten. Die Kämpfe haben sehr viel Spaß gemacht. Den ersten habe ich leider verloren, den zweiten habe ich gewonnen und bin 2. Platz geworden. Es ist gut gelaufen. Ich hatte mir vorgenommen, einfach so ein bisschen meine Techniken durchzusetzen, habe versucht, auf den Trainer zu hören und hatte viel Spaß beim Kämpfen. Nachdem alle Kämpfe abgeschlossen waren, hatte das Warten für die vielen Sieger endlich ein Ende. Die 9 Berliner Meister, Medaillen- und Urkundengewinner wurden ausgezeichnet und konnten stolz auf die diesjährige Leistung sein. Da der Judo-Club Lichtenrade auch dieses Jahr wieder die meisten Sieger stellte, gewann dieser den Dieter Rast Gedächtnispokal nun zum 3. Mal in Folge. Wir gratulieren allen Gewinnern, die sich tolle Kämpfe geliefert haben und am Ende hochverdient auf dem Podest standen.